Willkommen zu einer weiteren Folge Rolling Hill und es ist schlechtes Wetter. Ist aber gar nicht schlimm, denn wir besuchen jetzt mal die Maya in ihrem Café. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ist eigentlich das Café? Drehen wir doch mal eine kleine Runde. Das ist der Workshop, ja, da können wir Möbel kaufen. Oh, da liegt eine Dose. Da liegt eine Dose. Nee, ich glaube, hier kommen irgendwelche Wohnhäuser. Hier ist ein Strand. Da sollen wir gar nicht hin. Okay. Ach, eine Karte wäre schön. Haben wir nicht. Ja, und wir müssen ja noch Stufe 5 erreichen. Das haben wir letzte Folge leider nicht mehr ganz geschafft. Wir stehen, ja, gar nicht mehr so weit weg davon. Ist das? Nein, das ist doch der Gemüseladen. Oh, wo komme ich da denn hin? Oha. Es sieht aus, als wäre dieser Schrein schon sehr lange hier. Mhm, na, sind wir mal gespannt, wofür der ist. Das kriegen wir bestimmt auch noch raus. So, jetzt drehen wir hier mal eine Runde. Ist da das Café? Nein, da. Brew and Bros. Okay, da gehen wir mal rein. Willkommen. Selbst für ein fleißiges Bienchen wie dich ist ein ausgewogenes Leben wichtig. Die Sushi-Zubereitung braucht ihre Zeit, aber die Zeit für Freunde sollte dabei nicht zu kurz kommen. Freunde können dir außerdem sehr helfen, zum Beispiel indem sie dir neue Fähigkeiten beibringen und die Stadt und die Läden verbessern. Das klingt gut. Fangen wir doch mit deinen Nachbarn an. Arman, Vren und Koggi. Okay, Kaffee verbindet. Lerne Arman kennen, lerne Koggi kennen, lerne Vren kennen. Dann müssen die erstmal reinkommen. Soll ich mich hier hinsetzen? Wird das so ein Speed-Dating oder was? Wo sind die denn? Ja, du bist ja nur Gast. Bist du hier in dem friedlichen Städtchen Teil eines geheimen Experiments oder sowas? Das ist jetzt die Frage. Kommen die hier rein? Aber eigentlich ja, da steht ja Kaffee verbindet. Was soll ich machen? Das Aroma frisch gerösteter Kaffeebohnen ist eine wahre Symphonie für die Sinne. Ja, eine wahre Symphonie für die Sinne wäre jetzt... Oh, was ist das denn hier? Muss ich aufräumen? Nee. Wo bleiben die? Oder soll ich die holen? Nee. Oder doch? Auf dem Zettel an der Tür steht, bin gerade bei einem Schreibseminar für Klopf-Klopf-Witze. Wenn ich jetzt wüsste, was Klopf-Klopf-Witze sind. Du klopfst, aber das Geräusch dringt nicht bis in die Tiefe des Kleiderschranks vor, der gerade umorganisiert wird. Okay. Also wir kommen in die Buden noch nicht rein. Kann ich den benutzen? Naja, wozu? Also das war jetzt wirklich, was soll ich mit einem Roller? Ich bin doch mein eigener Roller. Du hörst eine hitzige Debatte darüber, welches der beste Eiscreme-Geschmack ist. Also ich denke mal, die kommen da hin, ne? Oder vielleicht immer wieder mal? Vielleicht gar nicht jetzt? Vielleicht mache ich mein Ding und gehe da immer wieder mal rein? Ist jetzt jemand da? Hm, Kaffee verbindet. Aber irgendwie nicht jetzt. Ich komme später wieder. Ich muss was verkaufen. Beziehungsweise wir gehen erstmal in den... Können wir hier eigentlich wegfahren? Das ist die Bushaltestelle. Hier warten Leute auf den Bus. Okay, ich kann da leider nicht hin. Ob wir mit dem Bus wegfahren können? Mal sehen. So, jetzt will ich aber erstmal in den Dingsladen. Irgendwas Neues einkaufen. Wir haben ja wirklich schon ganz ordentlich Geld. Kaufen wir nochmal? Ja, die kaufen wir nochmal. Wir kaufen einfach von allen ein bisschen was. Ja, bitte. Habe ich doch gerne gemacht. Und dann gucken wir, ob wir es verwenden können. Was haben wir jetzt? 318, das ist okay. Und das kaufen wir auch nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir es verwenden können. Ja, ich weiß. Bitte. Habe ich doch gerne gemacht. Wir haben das gekauft. Das könnten wir hier drauf anwenden und es auf Stufe 2 bringen. Jawohl. Oh, schade, das geht nirgendwo drauf. Das geht hier, oder? Ne, dann bringen wir erstmal das auf Stufe 2. Jawohl. Und... Ah, die Sachen gehen leider nirgendwo drauf. Ne, den Pilz habe ich ja schon. Habe ich denn noch irgendwas nicht gekauft? Das könnte ich noch anwenden. Latschoi. Ey, ich wollte gar nicht gucken. Oh, der will uns was erzählen. Ach nee, sollen wir kennenlernen? Den sollen wir kennenlernen. Wir müssen zu den Leuten hin. Ich dachte, die kommen zu mir. Na gut, dann halt nicht. Okay. Plaudern. Hallöchen, kann ich helfen? Achso, wir sollen ja Kaffee... Ah, Kaffee verbindet.
Hi. Was gibt's, Sushi-Bot? Ich würde gerne meinen Nachbarn besser kennenlernen und vielleicht sogar... Oh, tut mir leid, Sushi-Bot. Können wir das später machen? Ich kann meine Kunden nicht warten lassen. Ja, natürlich. Bis später. Es könnte schwierig werden, mit jemandem so beliebten Freundschaft zu schließen. Okay, mit dem haben wir jetzt geredet. Wo sind denn die anderen alle? Oh! Kaffee verbindet. Hey, Koggi. Hallöchen, Kleiner. Was führt dich hierher? Ich lerne meine Nachbarn kennen. In Ordnung, dann schieß los. Frag mich was. Ich bin ein offenes Buch. Wunderbar. Würdest du mir was über deine Hobbys erzählen? Himmel, du gehst ja gleich ans Eingemachte. Das ist mir etwas zu persönlich. Leute meiner Generation sind es nicht gewohnt, über so private Sachen zu plaudern. Oh, okay. Du bist nicht sicher, wie man jemandem näher kommt, der so zugeknöpft ist. Ah, das klappt ja heute irgendwie gar nicht. Und jetzt sollten wir noch... Ach so, ja, ich weiß wo. Einmal hier in den Dingsladen, hier den Möbelladen. Na klar, natürlich. Ja moin, Kaffee verbindet. Hey Vren, wie läuft's? Alles wie gehabt. Okay. Wunderbar. Gibt's einen Grund, warum du hier bist? Ja, aber das kommt mir jetzt albern vor. Okay. Also, was machst du jetzt? Ich sollte wohl einfach gehen. Gute Idee. Du bist nicht sicher, wie man jemand näher kommt, der so unnahbar ist. Och man. Der kleine Sushi, erzähl Maya, wie es dir ergangen ist. Ja. Oh, das ist aber süß. Was ist das? Katzenlampe. Kostet 160. Was ist elektrisch nochmal? Mit elektrisch Effekt wird die Sushi-Matik schneller wieder aufgeladen. Na klar, kaufe ich das Ding einfach schon, weil es süß ist. Weil es eine Sushi-Lampe ist. Ich kann nicht anders. Okay, dann gehen wir mal kurz zu Maya. Was ich ganz schön finde, die Zeit schreitet nicht voran. Also der Tag ist nicht rum und ich habe diverse Sachen noch nicht erledigt. Sondern ich kann das ganz einfach in meiner Geschwindigkeit machen. Das finde ich sehr schön. Bin ich hier auf dem richtigen Weg zu Maya? Ich meine, ja. Ja, sehr gut. Dann erzählen wir ja mal von unseren Erfahrungen. Freunde zu finden ist schwerer, als ich dachte. Ah, tut mir leid. Ich hatte früher damit auch Probleme. Aber dann habe ich etwas gefunden, das wirklich hilft. Kaffee. Bei der gemütlichen Atmosphäre, dem Energieschub und dem intensiven Geschmack verfliegt die Verlegenheit ganz schnell. Versuch es doch auch mal. Das erste Kaffeetreffen geht aufs Haus. Sag mir einfach, mit wem du dich auf einen Kaffee treffen möchtest. Und ich übernehme den Rest. Ja, komm. Dich, ja komm. Oh, ja, das machen wir. Mich? Okay, such dir einen Platz und ich komme gleich mit dem Kaffee. Sushi-Bot und Maya haben den Vormittag miteinander verbracht. Jetzt schulde ich dir schon zweimal was, Sushi-Bot. Für deine Einladung und für deine Hilfe mit dem Kaffee. Oh, diese Schutzbrille? Sie stammt aus meiner Zeit im Labor. Genau genommen ist das jetzt wohl mein Labor. Die perfekte Tasse Kaffee zu kreieren, ist schließlich eine Wissenschaft für sich. Und selbst die Kunden, die sich nicht für die Herstellung interessieren, können den Unterschied schmecken. Darin liegt für mich der Zauber. Sushi-Bot hat mit Maya Zeit im Kaffee verbracht und mehr über sie gelernt. Du hast Maya besser kennengelernt. Sehr schön. Doppelt hält besser. Du kannst jetzt zweimal täglich jemanden ins Kaffee einladen. Mehr Informationen darüber findest du im Freundemenü. Okay, das sollte man wohl nutzen. Glückwunsch! Du hast deinen ersten Freund gefunden. Jetzt hast du den Dreh raus. Okay, du kannst mit Maya im Café sprechen und andere auf einen Café einladen, um sie besser kennenzulernen. Wenn du genug Zeit mit jemandem verbracht hast, erreichst du die nächste Freundschaftsstufe mit dieser Person. Okay, ja. Alle freigeschalteten Freundschaftsboni siehst du im Hauptmenü. Okay, dann lassen wir Schauen wir uns doch mal an. Okay, Stufe 1. Bei ihm im Markt erscheinen ab und zu perfekte Zutaten. Stufe 3. Seltene Zutaten erscheinen im Markt. Und Stufe 5. Du kannst zahlen und den Markt sofort wieder mit Waren zu füllen. Okay, wenn du Blasen im Wasser siehst, drücke A. Damit Cocky für dich die Angel auswirft. Okay, also Angeln können wir auch lassen. Okay, das ist genau, wir haben Stufe 1 freigeschaltet. Du kannst zweimal täglich jemand ins Café entladen. Ein Temposchub für den Tag auf Stufe 3 und fügt ein Festmahl zur Speisekarte des Cafés hinzu.
Fügt Bodenbelege und Tapeten zur Auswahl. Das, Kaffee? Achso, nee, warte mal. Ich will mir einladen. Kann ich heute nicht mehr. Plaudern? Ich bewundere die Präzision, mit der Sushi-Köche arbeiten. Okay. Nee, komm, dann stellen wir mal die Katzenlampe auf und werden den Tag abschließen. Und morgen können wir dann zwei Leute einladen. Das mit den Tapeten und den Wanddings, das finde ich schon ganz cool. Ja, moin. Der Laden macht gleich auf. Ich muss nur erstmal was hinstellen. Dekor. Die Katzenlampe. Und ich muss sie erstmal drehen. Oh Gott, ist sie süß. Wo ist da vorne, wo ist da hinten? Sehen wir da ein Gesicht? Ich sehe kein Gesicht, aber okay, machen wir mal so. Ja. Glück gehabt. Okay, Laden öffnen. Restaurant öffnen, natürlich. Los geht's. Erster Gast, ja moin. Was darf es sein? So, und jetzt müsst ihr das Ding hier schneller aufladen, wegen der Katzenlampe. Was möchtest du denn, Christe? Sogar mit Super-Duper-Effekt. Hau weg. Und nicht einschlafen, ganz wichtig. Hey, hallo, nicht einschlafen, bestellen. Was darf sein? Die 1, habe ich gerade gar nicht da. Ach komm, ich schmeiß einmal alles weg. Ja, gibt ja nur noch 2. Ja, ist viel besser. Lecker, lecker, lecker. Ob das jetzt heute reicht für Stufe 5? Noch was bestellen? Na klar. Machen wir. Herrlich. Das müsste es auch gewesen sein. Ich glaube, der haut jetzt ab. Dum, 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 dum. So, beehr uns bald wieder. So, können die nächsten Gäste kommen? Jetzt kommen, glaube ich, 2. Richtig. 3 sogar. So, dann überlegt mal, was ihr haben wollt. Und, okay, einmal die 2. Bestell du bitte. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, bestell mal. Ja. Und für die Dame rechts müssen wir was Neues holen. Aber das ist kein Problem. Oh. Da hat jemand ein bisschen gepitchert. So. Blau. Ne, das ist blau. Hä? Was ist das denn für ein Mischmenü hier? Du kriegst das. Und du kriegst jetzt mal das. Zählt das für beides? Oh. Jawohl. Bitteschön. Oh, das haben wir gar nicht. Was bestellst du? Ah, oh, nee, ihr wollt beide das haben. Das ist natürlich sehr ungünstig. Aber gut. Für meine Kunden nur das Beste. So. Erstmal die Kunden vergraulen. Nein, das möchte ich natürlich nicht. Und jetzt müsste eine Runde folgen mit komplett belegten Tischen. Und wir werden Stufe 5 erreichen. 1, 2, 3, 4. So. Laden ist voll. Oder? Doch, wollte ich sagen. So, was darf sein? Du möchtest einmal das. Du hast zuerst bestellt. So, die anderen beiden. Was möchten die denn? Habe ich nicht. Ja, ich glaube, das ist jetzt das, oder? Ja. Halt! Nicht schlafen. So, einmal für den Herrn Bürgermeister. Und da. Und das haben wir auch beides. Sehr schön. Und dann haben wir, ja, Stufe 5 schon erreicht. Oh, das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Ich mache das mit meinem nicht vorhandenen Arm einmal sauber. Okay, du kriegst das. Du kriegst... Oh, ich habe das falsch zugeordnet. Tut mir wirklich sehr leid. Mama, du kriegst jetzt mal das. Den Bürgermeister muss ich einmal neu machen. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Und hier noch einmal. Die Sache rollt. Sehr schön. Erfülle 100 Bestellungen. Ach, noch mehr? Ach, der Herr Bürgermeister noch nicht satt. Ja, dann mal los. So, ich drehe nochmal meine Runden hier. Tja, ein erfolgreicher Tag. Wir erreichen Stufe 5. Perfekt. Hallo Welt. Hallo Welt haben wir abgeschlossen. Und bam. Restaurantstufe 5. Sehr schön. Okay, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, hallo. Ein Glück, dass ich dich erwischt habe, bevor du für heute schließt. Ich wollte mich nur für all deine harte Arbeit hier bedanken. Ich lebe schon lange hier und ich kann dir sagen, seit du hier bist, weht hier ein frischer Wind. Ja, das kommt, weil ich immer so schnell fahre und das ist der Fahrtwind.
Ich war heute früh spazieren und habe in der Nähe des Schreins dieses merkwürdige Buch gefunden. Ich habe überall herumgefragt, aber es scheint niemandem zu gehören. Also dachte ich mir, vielleicht möchtest du es ja haben. Den Bildern nach könnte es ein Kochbuch sein. Oh, das ist interessant. Aber ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Lass mal sehen. Hm? Keins meiner Sprachmodelle kann den Text entziffern. Die Bilder zeigen eine Person in kastenförmiger Festkleidung bei einer Opferzeremonie. Was? Die Gaben sehen aus wie riesige Sushi-Rollen. Nach jeder Opfergabe erscheint eine mystische Kreatur und ist das riesige Sushi. Es scheint drei dieser Wesen zu geben. Ach so, das ist da oben dieser Schrein, das ist wahrscheinlich das erste Wesen, vermutlich. Das sagt mir leider gar nichts, aber vielleicht kann Maya dir helfen. Zusammen könnt ihr zwei das Rätsel bestimmt knacken. Ja, dann machen wir mal. Und dann werden wir gleich Kaffee trinken. 5G? Probier's mal mit 6G. Wow, das ist ja genial. Ich glaube, das hier ist der perfekte Ort für mich. Das klingt alles fast zu gut, um wahr zu sein. Willst du erst die guten Neuigkeiten hören oder erst die schlechten? Die guten? Die guten Neuigkeiten. Die junge Dame von eben hat sich entschlossen, nach Rolling Hill zu ziehen. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Die schlechten Neuigkeiten. Ich habe mich mitreißen lassen und ihr erzählt, dass wir hier kostenloses Hochgeschwindigkeits-WLAN haben. Du hast nicht zufällig eine WLAN-Antenne herumliegen, oder? Natürlich nicht. Schon in Ordnung. Von solcher Technik verstehe ich ohnehin nichts. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, erkläre ich ihr, dass das alles meine Schuld war. Aber wenn dir inzwischen eine Lösung für unser WLAN-Problem einfällt, steckt für dich eine neue Nachbarin und damit eine neue Kundin drin. Okay, da sollte ich mich mal ins Zeug legen. Ja, da freut sich der kleine Mann. Roboter. Unagi Nigiri. Sushibot hat gelernt, wie man folgendes Rezept zubereitet. Unagi Nigiri. Okay. Das könnte ich gleich verbessern vielleicht. Warte mal. So, es wird gespeichert. Es wurde gespeichert. Und der nächste Tag beginnt. Herrlich. Haben wir ein bisschen Geld? Ja. Jetzt, oh, halt, da wollte ich gar nicht hin. Warten. Moment mal, Aufgaben? Aha, das WLAN. Und Geschichtswissen. Cocky hat ein altes Kochbuch. Ja, genau. Zutaten. Das können wir gleich darin verarbeiten. Perfekt. Und schon haben wir es auf Stufe 2. Ah, da haben wir leider immer noch nichts. Und das können wir auch in das Unagi Nigiri packen. Perfekt. Die Chore haben wir im Moment keine. Ich würde jetzt schauen, dass wir zwei Freunde treffen. Erste wäre hier die, die aus dem, oh, da ist wieder was zum Wegschmeißen. Aus dem Dingsladen. Aus dem Schreinerladen. Moin. Oh, weh das WLAN. Da fragen wir gleich mal nach. Papp hat sich wohl mal wieder zu viel vorgenommen. Ah, das ist ihr Vater. Aber du bist bei mir genau richtig. Ich weiß genau, wo man so eine Antenne herbekommt. Das Problem ist nur der Preis. Ich kann die Hälfte übernehmen. Aber damit bleiben immer noch 500 Gold, die du irgendwo auftreiben musst. Komm einfach zu mir, wenn du die Bestellung aufgeben willst. Boah. Okay, das ist ganz schön erhaben. Geschichtswissen? Ja, vielleicht kennen sie was damit anfangen. Du zeigst Maya das alte Kochbuch. So eine Sprache habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß genau, was wir machen können. Ich habe gerade einen Artikel über algorithmische Mustererkennung gelesen. Mit der richtigen Ausrüstung könnte ich ein Programm trainieren, um die neue Sprache zu entschlüsseln. Und ich kenne genau den richtigen Roboter für diese Aufgabe. Ein paar kleine Anpassungen deiner Sprachverarbeitungsfähigkeiten sollte reichen, damit du das Buch dekodieren kannst. Die schraubt an mir rum, einfach so. Danke. Jetzt nur noch auf das Upgrade warten. Heurika! Das Buch scheint eine Anleitung für Rituale zu sein, die vor tausenden von Jahren in Rolling Hills durchgeführt wurden, in der Zeit, als der Schrein auf dem Hügel gebaut wurde. Für jedes Ritual muss am Schrein Essen als Opfergabe dargeboten werden. Das Buch beschreibt insgesamt drei Opfergaben, aber ich konnte nur die ersten entziffern. Wenn wir das erste Ritual durchführen, könnten wir vielleicht genug Kontext erschließen, um auch den Rest zu entschlüsseln. Mal sehen. Die erste Opfergabe besteht aus einer Sushi-Rolle mit Reis und Nori und einer Gurkenfüllung. Genau wie eine Kappa-Rolle. Aber die Gurke hat den Umfang von einem Baumstamm. Vielleicht kann Arman so etwas für den Markt bestellen. Okay. Aber ich wollte jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Wie möchtest du... Ich glaube, das ist... Ist das Vren? Ich glaube, ja. Sushibot und Vren haben den Vormittag miteinander verbracht.
Meine Arbeit ist mir sehr wichtig, aber ab und zu tut auch mal eine Pause gut. Meine Arbeit mag auf den ersten Blick unkompliziert wirken, aber lass mich eins klar machen. Ich bin eine Künstlerin. Einschränkungen fördern die Kreativität und für mich ist nichts eine bessere Einschränkung als der Schrott, den die Leute mir spenden. Ich kann ein langes vergessenes Stück in etwas richtig Fantastisches verwandeln. Manchmal braucht es dazu eine komplette Überarbeitung, manchmal reicht ein neuer Anstrich. Woher ich den Unterschied weiß? Tja, ich habe eben das Auge einer Künstlerin. Sushibot hat mit Brennzeit im Kaffee verbracht, sehr schön. Habe ich besser kennengelernt. Sehr schön. Bodenbelege und Tapeten werden zur Auswahl hergestellt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich möchte noch mit jemandem einen Kaffee trinken. Und zwar werde ich... Nein, das doch nicht. Hä? Ich kann noch mit zwei. Kaffee? Wo wird das WLAN? Achso, das kostet mich jetzt 100 Münzen? Ach so, deswegen. Ach, gestern ging das dann auch schon. Nimm mal Arman. Vormittags habe ich im Markt nicht viel zu tun. Wir können uns Zeit lassen. Was Zutaten angeht, ist meine Devise, je einfacher, desto besser. Ich war nie besonders gut in der Schule, also liegt Einfaches mir besser. Wir sind alle auf unsere eigene Weise klug. Aber das wusste ich als Kind noch nicht. Mir kam es immer nur so vor, als wäre für alle anderen... Als wäre für alle anderen alles leichter. So, ja, so kommt es mir auch immer vor. Wenn mein Schulzimmer doch nur ein Garten gewesen wäre. Ich stelle mir genau vor, dass ich meinen grünen Daumen von meinem Opa geerbt habe. Und mein Schnurrbart auch. Okay. Und jetzt? Es scheint ab und zu perfekte Zutaten. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber wir haben nicht sehr viel Geld. Ja, wir können ja mal kurz reingucken. Wir gucken mal kurz in den Laden. Huch, achso, mit ihm muss ich ja sowieso reden. Wegen der baumstammdicken Gurke. Grün, grün ist alles, was ich mag, ja. Du erzählst Arman von Cox' alten Kochbuch und wie Maya dir geholfen hat, die alten Rituale zu entziffern. Also brauche ich eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms für die erste Opfergabe. Tut mir leid, Sushibot, aber solche Gurken sind wirklich selten. Damit kann man Preise gewinnen. Ich kann sie also nicht für dich bestellen, aber vielleicht können wir sie selbst eine züchten. Du brauchst spezielle Gurkensamen, nährstoffreichen Dünger und natürlich ein Beet für den Gemüseanbau. Glücklicherweise habe ich schon die passenden speziellen Gurkensamen. Okay, Arman hat Sushibot die speziellen Gurkensamen gegeben. Aber du musst noch nährstoffreichen Dünger und ein Beet für den Gemüseanbau finden. Ach, was ich wieder alles muss. So, ist hier irgendwas? Nee. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal einen Tag durchrauschen. Obwohl... Ah, die Bodenbelege, das interessiert mich schon noch. Moin. Moin. Das interessiert mich schon. Zumindest, was es da gibt. Da muss ich wohl mit dir reden? Nee, doch nicht. Ah, das ist auch noch wegen... Du fragst Vren, ob sie weiß, wo es ein Beet für den Gemüseanbau gibt. Wo du eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms züchten kannst. Naja, der Garten neben meiner Werkstatt könnte als Beet für den Gemüseanbau genutzt werden. Ehrlich gesagt habe ich ganz vergessen, dass es den gibt. Er ist bestimmt von Unkraut überwuchert. Ich mache dein Angebot. Für 500 Gold kannst du den Garten nutzen. Boah, das Unkraut gibt sogar kostenlos dazu. Toll, danke. Ja, habe ich natürlich nicht. So, was ist mit Bodenbelege hier? Oder hat sie das nicht immer? Oder was? Oder muss ich nochmal mit dir reden? Nee, plaudern. Ah. Na, oh. Toll. Na gut, dann würde ich sagen, wir müssen mal sehr viel Geld verdienen. Die wollen alle 500 Gold von mir. Das wird teuer. Ja, jetzt ziehe ich denen erstmal Geld aus der Tasche. Restaurant öffnen. Okay, so, kommt herein, Leute, kommt herein. Drei Leute auf einmal, okay, das ist krass. Jawohl. So, wer möchte denn was? Du als erster? Kriegst die zwei, natürlich. Oh, warte mal. Ist es das vielleicht? Anscheinend ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es das. Ich mach mal den Tisch sauber, ne? So. Achso, das ist das neue Essen. Genau. Das, keine Ahnung, wie es heißt. Aber ihr wisst schon, was ich... Oh.
was ich meine. Ich muss einmal abdecken. So, aber die Kasse klingelt eigentlich schon ganz gut. Guck mal, erste Runde. Und... Achso, sie möchte noch was haben. Ja, ich mache das sauber, natürlich. Gar kein Problem. Mache ich doch gerne. Okay, den nächsten Kunden bitte. Eins, zwei, ja, drei, noch ein? Nee. Okay, zack, los geht's. Die nächste Bestellrunde ist eröffnet. Du möchtest am besten was Blaues. Ja, perfekt. Perfekt. Hallo, aufwachen. Die schlafen hier allein hier, was ist denn los? Ist das so langweilig hier bei mir im Laden? Und du kriegst einmal das Blaue hier. Ich weiß nicht, was ich da serviere, aber... Oh, es ist bestimmt lecker. So, was möchtest du? Ja, das kannst du haben. Ah, schade. So, du möchtest einmal das. Sehr schön. So, dann müsste jetzt die nächste Runde kommen mit 4 Gästen. Und wir haben jetzt schon 365, also... Ich gucke ehrlich gesagt gar nicht hin, was wir mit einem Menü verdienen. Der reine Eintritt bringt ja schon Geld. Ja, durch den Fernseher, ne? Na, ein noch. Jawohl, sehr gut. So, was darf sein? Nee, haben wir nicht da, aber... Ich kann ja mal gucken, ob die anderen irgendwas wollen, was da ist. Dann können wir das servieren. Genau, perfekt, guck mal. Nichts verschwendet. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, oh nee, das haben wir gar nicht. Was denn jetzt? Blitzlicht. Wer würde schon nicht gern ein Foto von Sushi knipsen? Leider wirst du vor lauter Verlegenheit vorübergehend gelähmt, wenn du vom Blitzlicht erwischt wirst. Ach so, okay. Da muss ich aufpassen, dass man mich nicht aufs Foto bekommt. Ja, da muss ich ja mal abdecken. So, du kriegst das. Du kriegst auch endlich was zu essen. Dip, dip. Ah, hab ich gerade nicht da. Fast 500. Nee, doch, warte mal. Könnte was werden? Nein! 7 Münzen! Ah, 7 Münzen. Nee, doch! Yes! 500. Bam! Perfekt! 503. Dann könnten wir das erste kaufen. Ist die Frage, was? Das muss ich mal überlegen. Bezahle Brennen für die Nutzung ihres Gartens. Ja, das werden wir wohl machen müssen. Haben wir eine neue Stufe erreicht? Ich glaube nicht, ne? Nee, das braucht schon ganz schön lange. Ja, wir speichern erstmal. Herrlich, perfekt. So, war doch eigentlich ein ganz erfolgreicher Tag, da kann man gar nichts sagen. Wie sieht es draußen aus? Es regnet. Sind wir ja gewohnt. Ist aber gar nicht schlimm. Nächste Folge werden wir die 500 Gold bezahlen, da kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Und ich hätte auch gern neue Bodenbeläge und neue Tapeten. Das wäre gar nicht schlecht. Was auch nicht schlecht wäre, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und verbleibe mit einem Ciao, ciao.